Weiß ich nicht. Ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Apfel mehr gekriegt bei denen. Stimmt, ich kann auch einfach so. Okay. Stimmt. Unsere Talentpunkte steigern sich dadurch. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür. Wir könnten uns auch einen dritten Trank holen. Also dritten Trank. Halsband. Bessere Waffe. Oder wo haben wir es? Schuhe. Wir könnten natürlich auch schauen, ob wir hier jetzt eine bessere Robe kriegen als das, was wir haben. Aber wir haben eine, die uns sehr viel Leben bringt. Die gibt uns 24 Lebenspunkte. Daher würde ich die tatsächlich sehr, sehr ungern. Ach, das sind Hüte, das sind gar keine Schuhe. Was? Dislikes? Strong Dislikes? Ist das nicht stark in... keine Ahnung. Also Dislikes kenne ich doch eher als mag ich nicht. Wie übersetzt man denn Strong Dislikes? Starke Abneigung, aha. Okay. Nö, möchte ich nicht. Sollen wir uns ein besseres Schwert holen? Ich meine, im Grunde haben wir ein Schwert. Also theoretisch bräuchten wir noch kein Schwert. Ich würde, glaube ich, erstmal auf die anderen Sachen gehen. Also, holen wir uns ein Halsband? Oder holen wir uns einen Hut? Auch wenn da eigentlich Schuhe stehen. Was sollen wir machen? Necklace oder Head? Ich kann die Truhe nicht zerstören, wieso nicht? Beziehungsweise ist ja keine Truhe, ist ja eine Kiste. Oder als Alternative holen wir einen dritten Trank, aber dann stehen wir beim nächsten Mal wieder vor der gleichen Frage. Was holen wir uns? Also, wenn niemand was sagt, hole ich jetzt einfach mein Necklace und schau mal, was da so drauf ist. Ein simples Moment. Effekte. Also sie sind nicht für den Kampf geeignet, scheinbar. Also, Glück, Freundschaft steigt und manche geben uns mehr Leben. Ich würde, glaube ich, erstmal einen Hut nehmen, wenn ich mir das mal so ansehe. Weil mit dem Leben haben wir ja an sich jetzt keine so großen Probleme aktuell. Ich riskiere es jetzt einfach mal.
Ernsthaft? Es reduziert nur den Tech-Damage? Nee. Puh. Okay, also wir wissen jetzt, was wir jeweils kriegen. Was meint ihr? Ich meine, ich muss sowieso wahrscheinlich das erste einmal durchmachen, damit ich überhaupt zu dem zweiten komme. Bei beiden. Weißt du was? Es reduziert in irgendeiner Form irgendwo auch Schaden. Nehmen wir jetzt einfach erstmal. Okay. Es fehlt uns halt nur noch ein Necklace. Wie einfach immer noch Dexterity und Intelligence, ich weiß nicht, wie es auf Englisch ausgesprochen wird, auf 1 steht. Beziehungsweise auf 1 stehen. Ja, ich wollte noch meinen Kamilletee, ne? Den wollte ich dieses Mal nicht unbedingt erst trinken, wenn er kalt ist. Also dann einmal einen Schluck trinken, Leute. Vorzugsweise Wasser oder ungesüßten Tee. Okay, der ist noch schön heiß. Ich darf ihn jetzt nur nicht vergessen. Wir haben 20 Tränen. Ja gut, wir haben ja auch das Gebiet geklärt, also allein dadurch haben wir ja schon 10 wieder bekommen gehabt. Mädel, renn doch mal bitte ein bisschen schneller. Wie gesagt, wenn irgendjemand von euch weiß, woran das liegt und wie ich es irgendwie schaffe, dass die schneller läuft, bitte sagt es mir, es ist so schrecklich. Es zieht sich alles so derbes in die Länge, weil sie halt einfach so mega langsam geht. Läuft doch relativ schnell. Nein, das ist langsam. Also, wir haben bereits festgestellt, sie kann einmal schnell gehen und einmal langsam gehen, sozusagen. Das hier ist gerade langsam. Und ich habe keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist oder woran das irgendwie liegt, ne? Guck in den Optionen. Nee, das Spiel hat keine Option. Das ist ja das Problem. Das Spiel hat keine Option. Hä, ich spiele mit Controller. Controller hat kein Shift. Nee, jetzt habe ich die Karte geöffnet. Ich drücke hier gerade durch. Muss ich wirklich nochmal das Handbuch raussuchen? Scheinbar. Wenn ich auf Start oder Select klicke, passiert ja auch nichts. So viele Tasten hat so ein Controller nicht. Ja, eben. Das ist für die Fee. Das macht nichts. Das macht. Oh mein. Lass das Handbuch weg. Alter! Wie? Ich habe die Taste doch nie berührt. Hä? Oh Gott, ich bin. Ich fühle mich gerade so mega unfähig für alles.
Ich sag dazu nichts, okay? Dafür schweigen wir es einfach tot. Also ist auf jeden Fall eine Tür, durch die ich nicht durch kann. Da ist ein lilaner Gegner. Auf den habe ich gar keinen Bock. Zumindest jetzt noch nicht. Bestimmt X oder so. Nee, es ist noch simpler. Es ist A. X ist gar nichts. Das ist nur bestätigen und so. Mit X habe ich jetzt zum Beispiel den Spiegel umgelegt hier. Es war irgendwie klar, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Die kriege ich niemals down. Versuch's einfach nochmal mit einer Bombe. Ich habe das auch irgendwie die letzten beiden Male gar nicht bemerkt, dass die Bombe überhaupt los ist. Nee, keine Chance.